Da, jetzt. Oh, Alter! Oh my God! Is that a goal for Eel then? Wow. Ja. Zack, Kiefer nach hinten, bupp, Mund leer und jetzt ist er nur noch ein Kleinstart. Der Max freut sich immer, wenn ich mir Nautilus Explorer Videos angucke. Wir haben uns ja schon einige angeschaut und ich finde das immer geil. Also wenn es um Tiefsee, wollen wir ein bisschen Tiefsee-Content machen? Ich finde Tiefsee-Content ist einfach der Hammer. Bin immer gerne auf dieser Seite nautiluslife.org und das ist so ein Ocean Exploration Trust. Und die haben ein geiles Forschungsschiff, geile Mitarbeiter, Our Technology. Die haben diese ganzen ROVs, Remote Operated Vehicle, Hercules, Argus, bis keine Ahnung, einige tausend Meter. Und können mit diesen ROVs mit Licht, Greifarm und so weiter in die Tiefsee fahren. Boah, Alter, geil. Und super viel geilen Ozean-Forschungskram machen. Ultra, ultra, ultra cool. Und sitzen dann immer in so einem Raum als Wissenschaftler zusammen und freuen sich, wenn Tiefseearten erforscht werden. Das ist der absolute Oberhammer, wie zum Beispiel hier diese ganzen Oktopussis, die hier auf dem Grund rumwimmeln. Guck mir von denen einfach gerne Videos an. Und es ist mal wieder Zeit für ein neues Video. Weil da können wir immer, da kann ich auch mal so ein bisschen entspannen. Ich muss gar nicht viel labern. Wir glotzen einfach ein bisschen Tiefsee-Content und gucken, was da auf uns zukommt. The Nautilus Team spotted a Galpa Eel doing just that in Papahanua Mauakea Marine National Monument. Ich habe euch auch mal rausgesucht, wo es tatsächlich ist. Guckt mal hier. Das Papahanau Mokukakaea Marine National Monument, es sind so Tiefsee-Einheitsberge, guckt mal, ich sag jetzt mal links von Hawaii, westlich von Hawaii, mitten am Arsch der Heide im Pazifik, total geil. Boah, wie geil wäre es, wenn man jetzt hier ins Wasser eintauchen könnte. Und da findet immer geiler Tiefseekram statt, wenn du da deinen Ruff runterlässt. Ah, ich muss mehr Meeresbiologie machen, noch ein paar Wochen, dann geht's wieder in die Meeresbiologie. Es wird auch Zeit, lang genug. An Land rum gefimmelt. Jetzt wird Zeit für Unterwasserkram. Los, Tiefsee-Content, let's go. Oh yeah, there's something dark. Ich liebe auch die Stimme im Hintergrund immer. Achso. Damit ihr euch vorstellen könnt, was jetzt passiert, wir sind also in der Kamera eines ROVs, was an einem Käbelchen hängt, hoch zum Forschungsschiff. Ein Pilot steuert das Ganze. Und es sitzt ein Team von Ozean-Researchern vor Bildschirm und schaut sich an, was da unter Wasser passiert. Ihr seht hier diese zwei Laserpunkte, die haben einen Abstand in der Regel von 20 Zentimetern, so dass man Objekte, die man sieht, auch größenmäßig einordnen kann. Ja? Okay, jetzt genießen wir einfach ein bisschen Tiefsee-Content hier unten. Wir müssen sich überlegen, damals, als man das erste Mal so richtig in die Tiefsee eingespitzelt ist, in den 60er, 70er, 80er Jahren, vorher hat man die Vorstellung gehabt, da unten ist nichts. Da unten ist tiefe, leere, schwarze, Sotsche, Masse, nix. Und dann fährst du da runter und siehst Fische, Pelikanale, Tiefseehaie, schwarze Raucher, weiße Raucher, Würmer, den ganzen Kikifax, was da unten stattfindet. Das muss doch so geil sein, ey. Was sich da für eine Welt öffnet und wie viele Arten wir noch nicht kennen. Ne? Wir kennen aktuell rund 1,5 Millionen Tierarten. Ich sage es immer wieder, wobei 500.000 davon sind Käfer, 6.000 sind nur Säugetiere, 1.000 Haie, Rochen und Chimären, 30.000 Fische. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig. Ich glaube, auf unserer Erde, es gibt da ganz unterschiedliche Zahlen und Schätzungen. Manche sagen 5, manche sagen 10, manche sagen 20 Millionen verschiedene Tierarten. Oder wir haben es jetzt so wie bei den Orcas zum Beispiel, auch eigenes Video wert. Man sagt, Moment, halt stopp, es gibt nicht nur Orcinus orca, den Orca, sondern es sind tatsächlich unterschiedliche Arten. Wir haben das jetzt genetisch überprüft. Es gibt 2, 3, 4 verschiedene Arten von Orcas. Also die Genetik eröffnet uns dann nochmal ein größeres, ich sag mal, Artenspektrum. Also, let's go, wir gehen rein, ab in die Tiefsee. Schnallt euch an. This thing here. Can we take a look at that? What is that? Oh, wow. Looks like a Muppet. Looks like a Muppet. What are you? Muppet wird nicht nur verwendet wie in der Muppet Show im Englischen, sondern man sagt auch so ein bisschen wie so ein, ja, Ingrid zum Beispiel. Dr. Ingrid Wisse hat immer zu mir gesagt, you're Muppet. So ein bisschen so Dummdödel vielleicht. It's like a, So, und was für euch vielleicht aussieht wie eine Kaulquappe, sieht für den geübten meeresbiologischen Blick aus wie ein Pelikanaal. Und ich finde die so geil. Fand ich schon als Kind cool, weil einfach ein langer Fisch, der wie so einen vipernartigen Fangballon ausstülpen kann, um sich Tiere einzuverleiben. Und eigentlich ein ganz kleiner Pipi-Hein hier ist, der... ja, der frisst auch nur kleine Einheiten, aber der benutzt dieses Maul wie ein Pelikan mit diesem riesigen Kehlsack, um sich was einzuverleiben. Und das finde ich so geil, ey. Huh. So. Ah! Alter! Perfekter Frame Grab hier. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, oder wenn das wirklich stimmt, dass es 20 cm Laserabstand ist,
dann wisst ihr, dieses Tier ist jetzt, wenn du den umlegen würdest, ja, 60 Zentimeter lang, ne? Also kein Riese. Cool, oder was, ne? Bloß nicht mit den Lasern über die Augen bei den Fischen. It's defensive. Ja, natürlich ist das ein Fisch. Is it gorged? Ist es verstopft? Nein! Das sind Pelikanaale, ne? Also es sind wirklich Aale. Ihr müsst euch vor, also vielleicht fragt ihr euch auch, wo vorne und hinten ist. Also hier vorne ist der Kopf. So, da sind die Augen auch dran. Das hier ist der gesamte Körper. Und das hier, also so hier und hier, ist das Maul. Das kann der aufmachen. Da hat er so einen riesigen Kehlsack. Und jetzt hat er gerade sich was einverleibt oder droht einfach, um größer zu erscheinen und sagt, hier, Roth, verpissel dich mal. Ja. Ranzoomen. So, da. Jetzt siehst du auch die Augen. Hier seht ihr wie bei dem Aal so diese typischen Nasentuberkel, die da so vorstecheln, um besser riechen zu können. Hier siehst du den Flossensaum, der so einmal drumherum geht. Ah, das ist doch das nächste Tattoo, sehe ich doch hier. Ich habe zwar schon einige Tiefseefische. Hier, ich trage auch heute Mission Erdesocken. Da ist so ein Tiefseemeister. Alter, Pelikanaal. Das wäre doch ein astreines Tattoo. Ich wüsste genau, wo ich mir das hinmachen würde. Oh my God! Look at that! Oh my wow! Goodness. Geil. Oh my God! He's kind of like googly eyes. I think he ate too much. Yeah. Driftet einfach ein bisschen rum. Also, ne, das ist nicht der Magen oder sonst irgendwas. Es ist nur der Maulkehlsack. Wow. Wow. We really ticked him off. Oh, what? Okay, it's like the gill arches? I have the gill. Some kind of gill. What? Whoa. Is it? Wow. It just got so big. It's all bladder. Ey, könnte auch im neuen Alien-Film das Kind eines Felshackers sein, oder was? Oh my God. That's his defense. Like, let me blow up so I can show him how big I am. Incredible. Wow. Yep, he's doing the shake. Da, jetzt. Ah, oh, Alter! Is that a gopher eel then? Wow. Ja. So, yeah. Zack, Kiefer nach hinten, bupp, Mund leer und jetzt ist er nur noch ein Kleinstaal. Alter, das ist einfach so geil, oder was? Awesome. Super, super geil. Evi Nautilus. Wieso habe ich sie nicht abonniert? Bin ich verrückt? Das gibt's ja wohl nicht. Da sind nur geilste Tiefsee-Videos. Keine Ahnung, wollt ihr irgendwas zum Gulper-Eel wissen? Wollt ihr irgendwas wissen? Fragt mich was. Ich bin ja angeblich Meeresbiologe. Ich weiß vielleicht auch irgendwas über den Gulper-Eel. Ist ein abgefahrenes Tier. Ultra cool. Ja, sicher. Habt ihr eine Frage zum Gulper-Eel? Ich versuche sie zu beantworten. Wenn nicht, denke ich mir einfach was aus. Das mache ich zumindest bei Kindern immer so. Welche Tiefe? Alle. Alles, was groß ist. Alles über 500. Keine Ahnung, sie gehören zu den Aalen. Was haben Aale so? Was macht die besonders? Leptocephalus-Larve, deswegen habe ich euch mal, man sagt da auch Weidenblattlarve dazu. Pass auf, ich zeige euch das mal. Hier seht ihr die mal. Da sind die ganzen Gulper-Eel. Das ist eigentlich ganz gut. Hier sieht man, jetzt bin ich genau drüber. Da, hier sieht man sehr, sehr schön da vorne, ne, die Euglis. Da hinten der kleine Rattenschwanz und hier dieser unfassbar geile Kiefer. Und die starten, wie normale Aale auch, als kleines Fischchen und dann sind die so eine Weidenblattlarve, wie der richtige Aal. Und Weidenblatt oder Leptocephalus-Larve, hier, weil die aussehen wie ein richtiges Weidenblatt. Und das Coole ist, bei unserem europäischen Flussaal, Anguilla, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, aber die kann ich euch vielleicht kurz dazu erzählen. Also unsere Aale werden jetzt bei unserem Fluss oder im Teich groß, wenn es noch welche gibt, der Aal ist ja stark vom Aussterben bedroht, also sie werden vom Aussterben bedroht, es werden immer weniger. Und Aalmännchen und Aalweibchen machen sich irgendwann, wenn sie der Teufel ruft, bei uns in Deutschland auf den Weg, schwimmen die Flüsse runter in die Mündung, Ostsee, Nordsee, gehen dann in den Atlantik, schwimmen an Großbritannien vorbei, rüber nach Brasilien, in dieser Sargasso-See. Dort tauchen sie in Tiefen von 3000 Metern ab und dort unten machen sie dann, was Aale eben so machen. Und dann sterben sie. Sie opfern sich für ihre Kinder. Und irgendwann kommt dann ein Kleinstaal, der wird dann zur Leptocephalus-Larve, dieser Weidenblattlarve, die ja diese Gestalt hat, ach, wo ich immer drüber sitze, so sieht er dann aus. Und dann driftet so ein Aal einfach 3 Jahre lang mit dem Golfstrom Brasilien oben am Golf von Mexiko vorbei, rüber Richtung England und kommt dann irgendwann an unseren Flussmündungen an. Nach 3 Jahren ist dann keine Leptocephalus-Larve mehr,
die sich perfekt in der Strömung bewegt, sondern wird zum kleinen Glasaal, der durchsichtig ist. Und der schwimmt dann die Flüsse hoch, es sei denn, da kommen die bösen Chinesen, keschern die alle weg und machen daraus eine Glasaalsuppe. Das machen die in Europa. Deswegen gibt es kaum noch Aale. Aber das ist doch irgendwie, ist doch eine coole Geschichte. Und ich finde so eine Leptocephalus-Larve, das ist smart angelegt, die dann so mit der Strömung rumdriftet und Strömungszeug frisst, kleine planktonische Einheiten. Ich finde Aale sind wirklich, also alles, was so Aale, Moray-Eels, also Moränen, Conger und so Tiefsee-Aale betrifft, finde ich einfach super spannend. Und ich möchte nicht wissen, wie viele unentdeckte Arten da unten noch rumleptocephalieren. Das ist schon echt geil.